Bevor es Loctite-Schraubensicherungen gab, war die Leistung von Maschinen unberechenbar. Vibrationen führten häufig zum Versagen von mechanischen Befestigungssystemen. Und das war schon immer teuer, gefährlich und limitierte das Potenzial von Ingenieuren und Maschinen. Aber dann wurde 1953 in einem Labor in Connecticut, USA, eine erstaunliche Erfindung gemacht. Anaerobe Harze, die unter Luftabschluss aushärten. Das war die Geburtsstunde der chemischen Schraubensicherungen. Es war nur ein kleiner Tropfen, aber er schlug riesige Wellen. Verbindungen wurden sicherer, zuverlässiger, dauerhafter. Produktionsumfang, Produktivität und Zuverlässigkeit wurden gesteigert. Die Maschinenleistung verbesserte sich. Fertigungsprozesse änderten sich. Alles aufgrund einer kleinen roten Flasche.